Zu den Gesichtern des deutschen Schlagers gehört dieses natürlich ganz besonders. Und ich muss sagen, es ist eines der freundlichsten Gesichter, die ich kenne. Andi, ja. Ich habe dich eigentlich nie schlechter Laune erlebt. Wir sind noch nicht verheiratet. Das ist gut. Ja. Dann bin ich beruhigt. Und was mich bei dieser Sendung und bei den Proben schon berührt hat, auch bei der letzten Sendung, wo es um die Hitparade ging, ihr scheint wirklich das Wort Kollegialität ernst zu nehmen. Ihr mögt euch, man sieht euch, dass ihr euch nach einer gewissen Zeit wieder getroffen habt. Und das merkt man da. Die meisten schon, ja. Kann ich so sagen, ja. Also gerade bei der ZDF-Hitparade war es ja so, da saß man nicht nur unter Kollegen zusammen, sondern auch mit den Fans. Da sind wir eine Familie geworden damals und sind es bis heute noch. Wir haben es nicht immer leicht, weil man immer ein bisschen beschmunzelt wird, wenn man ja, deutsche Schlager ja, singt. Ja klar, mit dem Schlager. Also das Feuilleton meint es nicht gut mit euch. Und es gibt natürlich auch so Leute, die am Rande, Falco zum Beispiel, das ist auch ein Österreicher. Ja. Mein Beginn in dieser, als ich so ausgesehen habe, war ja Neue Deutsche Welle. Das haben sie alle umeinander gekupft, haben ganz verrückte Anfang Sachen der 80er. Du ja. sahst auch nicht besonders glücklich aus. Wir haben ein Foto von dir, wie du mit deiner Gitarre dastehst. Ich hab's befürchtet, ja. Etwas verschreckt. Das war mein allererster Fernsehauftritt und sie wussten nicht, was ich mit den Fingern mache. Ja. Und die hatten Angst, dass sie irgendwo im Gesicht landen, wo sie nicht hingehören. Dann haben sie mal Gitarre umgehängt. Ich kann nicht Gitarre spielen. Aber den Griff, den hältst du ganz krampfhaft, man merkt das. Ja. Das war ein Paré-Griff, das weiß ich bis heute. Mhm. Ich war eine Woche beim Arzt, der hat das wieder in Ordnung gekriegt. So. Mhm. Quasi. Nein, die wussten wirklich nicht, wie ich reagiere, wenn ich da bleib. Und wie hat denn Falco reagiert, als er dich zum Beispiel getroffen hat? Du kennst die Geschichte, sonst würdest du das nicht sagen. Ich bin ja ein Wiener, das ist auch bei Österreich. Ich bin wie auf jede Sendung vorbereitet, okay. Man glaubt das ja nicht. Dann weißt du, dass an diesem Tisch auch Reinhard Fendrich saß. Nein. Reinhard Fendrich, Falco und der kleine dicke Floridsdorfer und ich habe die vergöttert und ich saß da, war zum ersten Mal im Fernsehen und dann sagen die zwei so amüsant, und wie viel hast du schon verkauft? Und ich wollte jetzt nicht angeben, weil ich kannte mit den Zahlen mich nicht so aus und habe gesagt, ich glaube 500.000. Und der Falco hat sich auf den Oberschenkel gehauen, ausgehört, Alter, was der verkauft hat. Der meint wahrscheinlich 500, nicht 500.000. Und dann war es doch über 1 Million Singles. Ja. Aber die werden wahrscheinlich dann auch drüber gelacht haben. Auf jeden Fall war das eine Begegnung der dritten Art. Aber du bist als Gewinner vom Tisch gegangen und du hast in der Tat innerhalb der Deutschen Welle, das war so in Anfang der 80er Jahre, genau. Die Romantik ein bisschen zurückgebracht mit einem Lied, an das wir uns heute alle noch erinnern. Adios. Wenn du mir hilfst. Jetzt wo du sagst. Ja. Adios, amor. Hören wir natürlich jetzt. Okay. Wollen wir auch hören. Müssen wir hören. Gut. Hier ist Wenn ich es höre, kenne ich es wieder. Andi Borg. Du wirst dich erinnern. Ja. Ich sah dir ins Gesicht. Du sagtest, frag mich nicht. Ich wusste auch so Bescheid. Sie war vorbei, unsere Zeit. Ich hab gemeint, du weißt, er wär mein Freund, du weißt. Das hat er gut gespielt, bis er dich aus Freundschaft behielt. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Dein Haar
Talent, deine Augenglanz. Und versunken tanzt ihr zwei euren schönsten Tanz. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mit dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, drum adios, 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 amor. Andy Borg, das gefällt mir an ihm. Er nimmt seinen Job ernst, aber offensichtlich sich selber nicht so. Und das ist ja das Entscheidende. Das macht einen guten Unterhalter aus, finde ich. Und wir feiern die Zugabe zu 50 Jahre ZDF-Hitparade.